Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich bin der Art und wir spielen Thief. Wieder mal. Solltet ihr eigentlich mittlerweile wissen, nachdem ihr schon zum, weiß ich nicht wie vielten Male einschaltet. Es ist mittlerweile kurz vor 12. Oder ist es 11? Ich kann das nicht erkennen. Ich sehe das gerade nicht. Na egal. Das ist ja nicht so schlimm. Das ist ja eher unwichtig. Wir wollten hier durch die Türe gehen, wo ich euch in der letzten Folge so schön angeschmiert habt. Hahaha. Gucken wir mal rein. Wahrscheinlich ist überhaupt nichts Besonderes. Ein Bild? Nein. Da ist ein versteckter Tresor dahinter. Das sehe ich doch von hier. Das riechen meine Augen doch schon förmlich. Sag ich doch. Dafür sind in den Schubladen nichts drin. Toll. Toll. Tolle Bohne. Ja, sonst gibt es hier nichts außer dem Tresor. Dann bin ich mal gespannt. Ein Schloss. Oh, ein Fünferschloss. Jetzt wird's aber happig. Pappig wird's. Genau, pappig. Na? Passiert denn nicht was, wenn wir das in Fokussicht machen? Nee. Schade. Na? Oh. Wunderschön, wir haben das Schloss geknackt. Das ist eine richtige Panzerknacker. Oh, was haben wir hier? Oh, ein Dokument. Schmugglerkarte Black Furrow. Und Goldohrringe. Schmugglerkarte Black Furrow. Dann gucken wir doch jetzt mal an. Dokumente. Stone Market. Schmugglerkarte Black Furrow. Ja. Okay. Printshop, das ist der Obelisk. Smoking Silverman. Und da ist irgendwas versteckt. Okay. Printshop and Newspaper, das ist ja eigentlich hier drüben um die Ecke. Warte mal, die weiße Linie zeigt mir irgendwas an. Und wir haben hier auch Köder und Schalter. Das war das mit den Obelisken, was ich meinte. Und es gibt noch mindestens nochmal einen. Denke ich. Aber wir gucken uns das jetzt erstmal an. Da in diesem Haus muss ein Bett sein mit einem Schalter drüber. Das interessiert mich jetzt. Hier haben wir ja leer geräumt. Achso, ich dachte mir gerade, was ist da? Noch eine Tür? Hä? Ist das nicht dieses Haus? Warte mal. Der Obelisk? Ist das? Delivery. Nee, warte mal. Nee, warte mal. Das ist ein anderer Platz mit dem Obelisken. Das ist ein anderer Platz. Au. Nix habt ihr gehört. Nix. Macht da jemand Ärger? Jetzt gucke ich nochmal kurz auf die Karte. Dokumente. Stone Market. Schmugglerkarte Black Furrow. Das ist ein Printshop and Newspaper. Da ist der Obeliskenplatz. Warte mal. Der Clock Tower ist da in der Nähe. Dann beweg deinen faulen Hintern zurück. Moment, der Clock Tower ist doch hier. Jetzt muss ich nochmal. Tut mir leid, aber da muss ich jetzt nochmal nachgucken.
damit ich zumindest einen Anhaltspunkt habe. Ich habe da den Clock Tower. Ich schaue praktisch jetzt hier in diese Richtung. Und da hinten ist irgendwo... Da müsste da... Nee, warte mal. Nee, das kann nicht sein. Dann sind wir ja seitenverkehrt. Dann sind wir seitenverkehrt. Das ist, glaube ich, woanders. Printshop und Newspaper. Da müsste hier... Nee, das haut nicht hin. Das haut nicht hin. Das ist woanders. Das ist woanders. Ich weiß bloß nicht, wo. Da war das Geheimdingens versteckt. Warte mal, das müssen wir nochmal gucken. Eruieren. Vielleicht müssen wir auf die andere Seite von dem... Printshop und Newspapers. Warte mal, hier ist der Clock Tower. Printshop und Newspapers. Clock Tower? Oh, warte mal. Aber das kann nicht das sein. Printshop in Newspapers. Das lässt mir jetzt gerade keine Ruhe. Das ist so. Clock Tower. Oder ist es vielleicht doch... Das? Smoking Silverman ist da dazwischen. Zwischen... Eigentlich muss es ja hier sein. Vielleicht schlafe ich heute Nacht. Oder es gibt mehrere Printshop und Newspaper. Ich habe keine Seilpfeile mehr. Okay, wir gehen jetzt erstmal darüber und kaufen ein. Und dann schauen wir uns nochmal um. Da ist auf jeden Fall Printshop und Newspaper. Smoking Silverman. Das Gebäude ist der Smoking Silverman. Smoking Silverman. Und Printshop und Newspaper ist das Gebäude. Aber der einzige Obelisk, der da in der Nähe ist... Warte mal, ich schau mal kurz die Karte an. Weil da könnten wir das auch ein bisschen... Wir machen das gleich. Ich hole mir jetzt erstmal ein bisschen Zeug. Und dann sehen wir weiter. Dann sehen wir weiter. So. Der verkrüppelte Beric. Ja. Es ist nicht hier. Nein. Was soll das werden? Garrett, das Buch, das ihr mir beschafft habt. Es ist weg. Wo ist Basil? Der Diebesfänger-General hat ihn verschleppt. Zusammen mit einigen Götzen. Er hat's genommen. War eigentlich klar, dass der Baron das tut. Ihr meint, mein Freund wurde geschlagen und verschleppt. Nur wegen dieses Buchs. Was ist so wichtig daran? Es enthält Geheimnisse, die verloren schienen. Ich vermute darin den Schlüssel, um die Stadt und uns alle vor der Schwermut zu retten. Doch der Baron will es nicht für das Gute verwenden. Und jetzt hat er es. Besser wusste, wie wichtig das Buch ist. Zu eurem Glück ist es noch hier. Besser ist nicht dumm. Das Buch.
Ist sicher interessant. Wo ist Basil? Im Bergfried, aber der ist gut bewacht. Ihr könnt nicht einfach reingehen. Gut. Ich mag Türen sowieso nicht. Es ist unmöglich. Moment. Da fällt mir etwas ein. Na los. Jacob. Loyal. Der Sache ergeben. Er wollte den Baron im Herzen treffen und hat sich daher mit dem Bergfried beschäftigt. Er kennt deinen Zugang. Wie finde ich diesen Jacob? Der Baron hat ihn in Greystone festgekettet. Als Botschaft für all seine Feinde. Gefoltert. Aber am Leben. Erstmal ist mein Hehler dran. Dann euer Götze. Wir sind uns ähnlich, ihr und ich. Garrett. Ihr bringt Veränderung. Eines Tages wird das Volk euch danken. Ihr denkt zu oft an das Volk, Orion. Sehen, ob Orions Mann, Jacob, etwas weiß. Ich finde ihn auf dem Greystone-Platz. Okay. Wow. Wow, wow. Ich trau diesem Kerl nicht. Ich trau ihm einfach nicht. Verrat? Haben wir das schon gelesen? Anscheinend schon. Kann ich da nicht... Ich kann da nicht nochmal aufmachen. Okay, da wird wahrscheinlich auch nichts drin liegen. Oh Mann. Und sie haben Besso verschleppt. Es war klar. Es war so klar. Braucht ihr etwas Handwerkszeug? Ja, kann ich gut gebrauchen. Was heißt er denn so, Kollege? Ich bin froh, wenn das alles vorbei ist. Ich habe etwas für all eure ruchlosen Bedürfnisse. Ja, will ich hoffen. Will ich hoffen. So. Breitkopffall ist voll. Was? Feuerpfeil 5 von 10. Wasserpfeil ist voll. Erstickungspfeil 3 von 5. Da können wir nochmal 2 kaufen. Seilpfeile 5. Der ist voll. Leuchtbomben brauchen wir nicht unbedingt. Mohn kostet 35 Gold. Dass wir auch ja genug da haben. Nahrung kaufen wir uns mal 4 und dann schauen wir weiter. Werkzeuge und Upgrades. Bogenschussstärke erhöht den Pfeilschaden, Köcherkapazität erhöht die maximale Pfeilkapazität. Verringert erlittenen Schaden. Erhöht die sichere Fallhöhe. Verringert die Geräusche beim Gehen auf Oberflächen. Oh, 1400. Schlösserknackenqualität. Wir holen uns auf jeden Fall erstmal das hier. Und das kostet gleich 2500. Na gut, dann holen wir erstmal das hier. Und die Lederpolsterung holen wir uns auch noch. Was sein muss, muss sein. Und wenn wir schon dabei sind, können wir das auch noch besorgen. So, dann haben wir noch 68 Gold und könnten rein theoretisch noch 2 Seilpfeile kaufen. Und noch 2 Wasserpfeile. Feuerpfeile wollten wir nicht auffüllen. Erstickungspfeile... Kosten jetzt 15 Gold. Ich könnte damit jetzt 2 kaufen. Stumpfer Pfeil 15 von 17. Der kostet jetzt 1 Gold. Können wir jetzt auch noch kaufen. So, und der Rest sparen wir uns. Wir wollten nämlich noch zur Königin der Bettler. Was wir jetzt als nächstes machen. Und danach gucken wir uns diese blöde Sache mit dem Obelisken an.
Das interessiert mich jetzt nämlich. Das interessiert mich. Ich hoffe bloß, ich finde den Weg wieder zur Königin der Bettlerin. Aber ich glaube, ich bin hier auf dem richtigen Weg. Sie haben Angst. Komm zu uns, sonst zertrampeln dich die Eisenstiefel des Barons. Doch, ich glaube, ich bin hier. Ich bin hier richtig. Oder? Bin ich hier richtig? Ich glaube ja. Oder nicht? War das nicht hier? Doch. Doch, doch, ich bin richtig. Der Alte sagt, eine ordentliche Entsorgung ist nicht mehr möglich. Ach nee, sitzt sie da oben? Ja, sie sitzt da oben. Ich bin richtig. Schweigen ist Gold, Garrett. Aber sprich frei heraus. Ach so, okay. Ja, gut. Ha, ha, ha. Okay. Hat sich bis erledigt. Bis zum nächsten Mal. Hat sich erledigt. Leb wohl. Hat sich erledigt. Hat sich erledigt. Aber wenigstens wissen wir wieder, wie wir da hinkommen. Kapitel 2, Staub zu Staub. Ach so, nein. Das ist ein Kapitelbeginn. Na gut, dann gehen wir wieder zurück. 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 Warte mal, geht's da irgendwie lang? Ne, geht nicht lang. Geht nicht lang, geht nur breit. Der Glockenturm. Ja, die Sache mit dem Glockenturm, das lässt mir jetzt auch keine Ruhe. Das lässt mir keine Ruhe. Ich will das jetzt rausfinden. Wir haben ja jetzt ein paar Sachen, ein paar Gebäude haben wir da ja jetzt entdeckt gehabt. Ich kann hier nach oben. Kann ich hier auch irgendwo rein? Da ist ein Obelisk. Da ist ein Obelisk. Komme ich denn da hoch? Ich will zu diesem Obelisken. Irgendwie muss es da hochgehen. Aber wie? Frage ich mich. Wie? Warte mal, wenn wir durch den verkrüppelten Burrick gehen, auf der anderen Seite rauskommen. Ich muss schauen, dass ich die Orientierung nicht verliere. Wir gehen jetzt so durch, das heißt, in der Richtung müsste der Obelisk sein. Aus diesem Gebiet kommen wir so nicht raus. Das ist, das wird jetzt ein bisschen kompliziert. Das sind so viele Sachen, die ich jetzt gerade entdecken wollen würde. Wo ich aber nicht drauf komme, wie. Warte mal, wir sind so. Der muss da hinten, muss er sein. In der Richtung. Wir müssen also irgendwie in die Richtung kommen. Ich weiß nur noch nicht, wie wir das Ganze machen. Da sind Wachen und da hinten glitzt was. Glitzert was. Speichern mal. Guten Tag, die Herren. Geldbörse. Ich hoffe, ich verliere das jetzt nicht aus den Augen. Und ich habe die dumme Befürchtung, ich komme so auch gar nicht dahin, wo ich hin will. Oder vielleicht doch. Jetzt wird's interessant. Da oben gibt's auch noch was. Das heißt, ich kann da auf jeden Fall irgendwo von oben runterspringen. Also sonst würde ich da nicht hinkommen. Nee, Moment.
War das Donner über Dayport? Ja. Eine Explosion hörte sich an, als käm's vom Bergfried. Die vielen Rohre, die rein und rausgehen. Ich wusste, die Technologie des Barons bringt nichts Gutes. Ah, ein Seilpfeil. Ein Seilpfeil führt dahin. Warte mal. Wir sind ja immer so schön dabei. Geht's da auch irgendwo lang? Oh. Wo sind wir denn hier? Das ist ja interessant. Ich habe dummerweise jetzt aber die Richtung verloren, in welcher sich der Obelisk befindet. Das ist ja wieder super. Wieso haben die sich wieder umgedreht? Ach Mann, ihr Flitzpiep mir, Doofen. Jetzt kommen die wieder zurück. Das ist doch zum Aus der Haut fahren. Ja gut, Leute. Wenn die hier noch ihre dämlichen Runden drehen, würde ich sagen, die Folge ist schon wieder lang genug. Viel Spaß bei der nächsten Folge wünsche ich euch und danke, dass ihr wie immer zuschaut und freundlich kommentiert und so weiter. Hoffe ich doch, dass ihr das tut. Und bis zum nächsten Mal. Tschüdelidl.